Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Challenge Killer, der nächsten Online-Partie. Der nächste Herausforderer steht bereits vor der Tür und zwar ist das PBJ89 oder auf YouTube heißt der Yoshi1111. Ich glaube, die Zahl war richtig. Einer meiner wenigen treuen Abonnenten, die mir dann doch regelmäßig zuschauen. Deswegen ganz liebe Grüße an dich. Freut mich, dass du die Zeit gefunden hast. Ich weiß von dir, dass du Hertha BSC-Fan bist. Und wenn du mit Hannover 96 spielen willst, dann spiele ich mit dem HSV. Ja, mit dem HSV spiele ich mal nicht, wegen Karrieremodus und so. Deswegen entscheide ich mich mal für München Gladbach, glaube ich. Jo, das sieht doch ganz ordentlich aus. Ich hoffe, das ist genehm. Mannschaftsstärken sind okay, so denke ich. Trikots ebenfalls. Wir stellen mal kurz die Aufstellung ein. Dominguez in Endverteidigung. Oder ob ich hier überhaupt was zum Verändern habe. Mlapper will ich auf jeden Fall auf die Bank tun. Aber ansonsten, vor allem wenn man sich mal so die Kaderbreite von Gladbach anschaut, so stark ist der Kader nicht aufgestellt wie letztes Jahr. Xhaka ist nun da, natürlich. Hermann Arango. Hanke tue ich mal raus gegen De Camargo. Ring. Der ist schnell. Chigerzi, Wendt, Brauwers. Also viel mehr kann ich da eigentlich auch schon nicht umstellen. Nur De Camargo für Hanke rein. Von ihm halte ich nämlich nicht sehr viel. Auch ein ehemaliger 96er Mike Hanke. Gut, nach den ersten drei Spielen stehe ich ja eigentlich noch ohne Sieg da. Und das letzte Spiel hatte ich ja dann sogar gegen Zedo 23:04 verloren. Und jetzt wird es langsam, aber sicher Zeit für den ersten Sieg. Mit der Bundesliga-Hymne geht es los. München-Gladbach gegen Hannover 96. Bin gespannt, das ist unser erstes Spiel. Ich habe keine Ahnung, was der gute Yoshi drauf hat. Aber wir werden es sicherlich erfahren. Und gleich mal das erste Foul von Patrick Herrmann. Gibt gleich mal Gelb. Na, ein bisschen Fingerspitzengefühl hätte man da auch beweisen können. Panda schnell ausgeführt. Hannover kommt mit Huschli. Ball kommt nicht durch. Juf, der ist schnell. Ne, ja, Kunal ist das. Der steckt durch zu Abdelaue. Und das geht ja schon mal gut los. Dritte Minute 0:1. Mohamed Abdelaue und geht die schwarze Serie für mich hier etwa weiter. Also so habe ich mir den Start nicht vorgestellt. Wir müssen versuchen zu antworten, so jedenfalls nicht. Abdelaue, ja, Konan wieder und meine Innenverteidiger sind auch extrem lahm mit Stranzel und Dominguez. Flanke sehr schön, 0:2. Hallo Wahnsinn, das ist hier der absolute Wahnsinn, was hier gerade abgeht übrigens. Und meine beiden Innenverteidiger haben, glaube ich, ein Tempo von 40 oder so, meine Herren. Gut, jetzt wird es sehr schwierig, das Spiel noch umzudrehen. Nach 6 Minuten steht schon 0:2. Ich muss auch dazu sagen, ich habe jetzt schon einen kleinen FIFA-Marathon-Karrieremodus hinter mir. Aber dieses eine FIFA-Online-Match wollte ich mir dann nicht entgehen lassen. Northwide, was war das denn für eine Ballannahme? Ich glaube, ich sollte mir mal wirklich ein, zwei Teams raussuchen, mit denen ich online regelmäßig spiele. Und das war auch mal grottig. Wer war das denn gerade? Oh, da kommt Janschke, der Rechtsverteidiger. Da hatte ich schon auf meinen Verteidiger geguckt, wer denn das war mit den goldenen Schuhen, den ich immer noch nicht anwählen kann. Northwide wieder, der jetzt auch noch umkippt. Jetzt gewinnt Dominguez mal einen Zweikampf. Und wir müssen irgendwie nach vorne kommen. Keine Anspielstation. Xhaka, De Jong, die beiden Neuzugänge. Viel Geld gekostet, die beiden. Juan Arango mit der Flanke, aber direkt in die Arme von Zieler. Langer Ball, abgefangen. In meinen Kopfball sind sie stark. Die Innenverteidiger, Herrmann. Und der auch zu offensichtlich für De Camargo, der irgendwie ganz schön fett aussieht, kann das sein. Sicherlich nicht der schlankeste, aber hier sieht er irgendwie wirklich übergewichtig aus. Janschke. Hermann, der ist schnell. Panda kriegt das Bein dazwischen.
Na, ob wir den Rückstand jetzt noch aufholen können, mag ich zu bezweifeln, aber wir probieren es auf jeden Fall. Wieder noch weit. Dekamago. Aber gut aufgepasst. Gut geahnt. Hätte ich selber laufen müssen und schießen sollen. Chance vertan. Und wieder Konter. Die Verteidiger sind einfach viel zu lahm von Gladbach. Darmstoff hier, Lars Stindl nur hinterher. Abschlag Ter Stegen, der noch keinen Ball halten konnte. Auch undankbar für den Keeper. Und Norfolk, den wechsle ich jetzt aus. Der geht mir auf die Nüsse, der Sack. Ja, Konan, gut, den Zweikampf gewonnen von Stranze war es, glaube ich. Oder Dominguez, ist auch egal. Ne, Stranze war es, glaube ich. Norfolk geht mir so auf den Sack. Hast du einen guten Sprintwert? Naja, nehmen wir mal Ring rein. Kann bestimmt auch defensiv irgendwie spielen. Granit Xhaka. Dekamago. Das ist sowieso kein Sprinter-Team, die guten Gladbacher. De Jong nicht schnell im Sprint, auch Arango für den Außenspieler, alles andere als sprintstark. Ja, was macht ihr da wieder? Bleib einfach mal auf dem Boden liegen, wieso auch nicht. Stranze steht richtig. Auch ein Granit Xhaka, der ist eigentlich im Antritt sehr, sehr langsam. De Jong, jetzt kommt mal Dekamago. Schickt Hermann, Panda passt auf. Abgefangen von Xhaka dieser Ball, Schmiedebach. Abdelaue, der Doppeltorschütze mit einer kleinen Drehung. Vor Bayern Norfolk, das ist auch nicht allzu schwer. Schön gespielt von Yoshi, aber Huschi verliert den Ball gegen Hermann, der jetzt schon keine Ausdauer mehr hat nach einer halben Stunde. Norfolk. Da bewegt sich auch keine Sau, ne? Und Norfolk ist natürlich einfach nur ein schlechter Spieler, der absolut gar nichts kann. Und ich stelle mich aber auch grottig hier gerade an, meine Herren. Da Stindl. Und Stranze dazwischen. Arango, das war auch für die Katz. Aber die Kamago kommt da noch an. Arango. Oh, Norfolk, der gefährlichste Spieler der Gladbacher. Granit Xhaka. Und jeder verspringt da der Ball, meine Herren. Dekamago, Hermann, vielleicht mal De Jong jetzt anspielen, Drehung, Schuss, Zieler, natürlich im Nachfassen. Wäre nicht so, als ob ich irgendwie mal ein Abstaubertor machen könnte oder so. Ist mir, glaube ich, noch nie gelungen. Abdelaue bleibt hängen. Und ich glaube, ich sollte aufhören, Leute wie Xhaka und Norfolk zu schicken. Ah, das war auch eine gute Idee eigentlich, aber De Jong ist einfach nur lahm. Genau wie der gesamte Kader. Da hat, glaube ich, keiner eine Sprintstärke über 70 oder so, außer Hermann vielleicht. Aber das ist dann leider zu wenig. Noch gut abgedrängt von Stranzel. Knapp am 3-0 vorbei. Xhaka, De Jong. Dekamago, mal ein guter Ball für De Jong, aber einfach zu lahm der Typ. So, der Abwurf geht natürlich durch, warum sollte da jemand auch mal zum Gegenspieler hinlaufen? Granit Xhaka bemüht, das Spiel zumindest mal ein bisschen aufzuziehen hier. De Jong, Granit Xhaka, kein Abseits, probier's einfach mal. Ja, und jetzt endlich mal eine Spielunterbrechung. Nach einer geschätzten, gefühlten halben Stunde darf unser Starspieler Harvard Morfight endlich das Spielfeld verlassen. Völlig entsetzt sagt er Tschüss und Alexander Ring, der Finne, kommt. Vielleicht können wir jetzt noch ein bisschen was für das Spiel in der Offensive tun, aber erstmal kommt Hannover mit Stindl. Mit der guten Flanke, Jakonan mit dem Kopfball. Aber keine Gefahr für Ter Stegen, der den Ball lang und weit schlägt. De Jong kann nicht mal die Kopfbälle holen. Kann anscheinend gar nichts der Typ. Dekamago. Gut gedacht der Ball, aber auch der kommt nicht durch. Hier fängt Ring den Ball ab. Hat ein bisschen Glück, De Jong. Arango. Auch der war zu lang, da kommt Xhaka nicht ran. Alexander Ring schießt natürlich Schmiedebach ab, warum auch nicht. Und Glück, dass er den Konter abgepfiffen wird.
Halbzeit. Doppelschlag in der Anfangsphase. Nach 6 Minuten stand es bereits 0:2, meine Freunde. Kann ich diesen Rückstand noch aufholen? Sicher bin ich mir da nicht, aber wir werden es natürlich probieren. Zweite Halbzeit. Unverändert. Okay, wir haben ja schon einmal gewechselt. Alexander Ring kam rein. Mal schauen, ob wir da noch was machen können. Mit Philipp Dahms, mit Arango, mit De Jong und kopfballstarke Spieler haben wir ja zumindest da vorne. Aber dann müssten auch erstmal die Flanken kommen. Auf jeden Fall nicht so. Schnell ausgeführter Abstoß. Aber Arango holt sich den Ball. Und De Jong, der kann auch überhaupt nichts. Karim Agi nimmt den Ball, spielen leicht ab. Und was soll man mit so einem Team hier anstellen, wie den Gladbachern? Da hat er wirklich keine eine Sprintfertigkeit über 75. Das ist einfach unfassbar. Jo, das wird eine Klatsche, das sehe ich jetzt schon kommen. Und die Hall of Fame wird sich ganz schnell vollstopfen lassen mit Namen. Mit Gladbach, so viel kann ich jetzt schon mal sagen, will ich nicht mehr spielen. Aber was soll's. Da kommt kein einziger Ball an. Vielleicht jetzt mal mit De Jong. Was war das denn? Ein Schüsschen für Ziele. Ganz niedlich eigentlich, muss man ja sagen. Und da wieder die Sprintfertigkeit eines Granit Xhaka. Absoluter Wahnsinn. De Jong. De Jong, wow, er hat mal ein Spiel ausgespielt. Absoluter Wahnsinn. Und jetzt kommt wieder Xhaka. Xhaka, du schaffst es. De Jong. Jo. Warum nicht? Knapp vorbeischießen, das ist so meine Königsdisziplin. Das kann ich ganz gut. Oder so hundertprozentige Chancen verhauen. Oh, da bin ich Weltmeister drin. Wenn es danach gehen würde, könnte mich keiner schlagen. Und deswegen hält zur Abwechslung auch mal einen Ball. Deswegen ist er also doch Keeper geworden. Hat man bis jetzt noch nicht so wirklich bemerkt. Schuss von Panda. Und Abstoß von Testigen. Jetzt kommt die Camargo, der hängen bleibt. Sehr schön. Alexander Ring. Janschke läuft rechts, aber wieso sollte De Camargo auch mal einen Zweikampf gewinnen? Das wäre ja hirnrissig oder so. Genau so, dass mal ein Ball von De Jong zum Mitspieler kommt. Das ist ja alles unlogisch, ne? Ja, warum greift den denn keiner an? Meine Fresse, ey. Jo, Ball springt 50 Meter weit weg. Warum bietet sich da auch kein Schwein an? Wieso sollte es denn auch, wenn solche Flanken dabei herauskommen, die sowieso im Abseits stehen? Yay! Gut gemacht von De Jong. Einzigartig freigelaufen ins freie Abseits hinein. Jetzt steht auch der Triple-Torschütze Abdelau im Abseits. Wow, mal ein Hauch Bundesliga-Fußball hier. Patrick Herrmann. Wieso? Ich habe 5 Sekunden vorher auf die Flankentaste gedrückt, aber den springt aber natürlich wieder 10 Meter weg. Und das wundert mich jetzt, dass es das keine rote Karte gibt eigentlich, weil Blutgrätsche von hinten nur den Mann getroffen. Aber Hannover reklamiert auch nicht, sondern spielt weiter. Denn auch so kriegen die irgendwie noch das vierte hin. Wegen ganz starke Gladbacher hier. Keine Ahnung, was Favre mit seinem Mann gemacht hat. Und wieder springt Herrmann der Ball 50 Meter weg. Herrlicher Fußball der München-Gladbacher hier. Und vielleicht jetzt mal ein Ehrentor. Nö. De Jong. De Camargo, wow, Ehrentor. Und zum Dank rennt er nochmal gegen den Keeper.
Düb, düb, düb. 1:3, Igor De Camargo. Da erklingt die Gladbacher Torhymne von Scooter. Düb, düb, düb. Ist das etwa ein kleiner Hoffnungsschimmer? Ich glaube ja nicht wirklich dran, aber noch ist ein bisschen Zeit. Mit Arango, wenn er mal eine vernünftige Flanke schlägt. De Jong wäre völlig frei gewesen. So gibt es nur eine Ecke. Ball landet auf dem Kopf von Karim Agi. Arango mit der Ecke. Kopfball kommt und zieht eine Riesenparade. Ter Stegen hätte den natürlich durchgelassen. Ist auch schließlich mein Keeper. Und wieder springt Hermann dieser Ball 5 Meter weg. Das kann doch nicht wahr sein, oder? Zumindest weiß ich, wen ich im Karrieremodus auf keinen Fall kaufen werde. Patrick Hermann, Igor De Camargo, abgeblockt. Panichaka nochmal. Oh, Hermann Post auf, da springt der Ball wieder 50 Meter weg. De Camargo und wieder den Zweikampf verloren. Und jetzt besteht nur noch minimale Chancen, hier noch was mitzunehmen. Eigentlich so gut wie gar keine. Vor allem bei diesen Sprinter-Teams hier hat man einfach keine Chance. Granitschaka, das war mal ein guter Ball. Wenn De Jong mal ein bisschen sprinten könnte und die Camargo vielleicht mal ein bisschen mitdenken würde, um nach innen zu laufen, aber das wäre zu viel verlangt von Fußballern. Von Borussia Mönchengladbach, Granitschaka. Auch der Ball einfach blind geschlagen. Und da kommt Puschi auch keiner hinterher. Und wieder springt der Ball 50 Meter weg. Patrick Hermann fällt einfach mal um. Warum auch nicht. Patrick Hermann. Überragender Ball wieder. Bester Mann auf dem Feld, Patrick Hermann. Überragendes Spiel heute. Nakunan. 2 Minuten Nachspielzeit. Und gleich ist es amtlich, ich werde meine zweite Niederlage hinnehmen müssen. Und wieder abgefangen. Und jetzt Pocket Traps auch noch so ein bisschen. Und komm, gib mir noch eins. Gib's mir hart, Abdelaue. Gib es mir! Schade. Schade, schade. Und natürlich wird wieder im Kontakt gepfiffen, wie üblich. Meine zweite Niederlage in Folge durch ein Triple Hattrick Schützen. Abdelaue. Herzlichen Glückwunsch an Yoshi. Gutes Spiel von dir. Scheiß Spiel von mir. Scheiß Mannschaft von mir. Mit Gladbach werde ich nie wieder spielen. Immerhin eine Erkenntnis dazu gewonnen. Du bist der zweite Spieler, der mich in dieser Let's Challenge Kategorie geschlagen hat. 2 von 4. Und wobei die anderen beiden ich selbst auch nicht bezwungen habe. Das waren 2 mehr oder weniger Remis. Also habe ich noch kein einziges Spiel gewonnen, das ist eigentlich deprimierend für mich. Gut, vielleicht wird ja demnächst mal irgendwann noch ein Sieg meinerseits folgen, vielleicht schon beim nächsten Match. Ich weiß noch nicht, wer das sein wird. Vielleicht wirst du das ja schon sein. Wenn du ebenfalls Lust hast, mich herauszufordern, adde mich einfach beim PSN Network unter Killerus. Schreib mir bei YouTube hier eine PN. Oder schreibt mich auch eventuell in Skype an unter Killerhus21. Dort besteht auch die Möglichkeit, als Co-Kommentator das Spiel mit zu kommentieren, sofern PC und PlayStation 3 im gleichen Raum sind. Bei Fragen diesbezüglich gerne per PN, die beantworte ich sehr gerne. Vielleicht ist das dann auch so ein bisschen ausgeglichener. Bis jetzt war ich ja immer der Einzige, der kommentieren wusste. Und ich glaube, das wird immer so ein bisschen unterschätzt, dass man während des Spiels auch reden muss. Jeder, der das selbst schon gemacht hat, weiß, wovon ich rede. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn mal bald ein Co-Kommentator, einer hat sich schon übrigens angemeldet. Ich weiß nicht, wann ich mit ihm aufnehmen werde, aber einer hat sich immerhin schon angemeldet. Würde mich freuen, wenn das noch mehrere machen würden. Aber das werden wir erst in den nächsten Spielen erfahren. Wenn es wieder heißt, Let's Challenge Killer, Kategorie FIFA 13. Ich bedanke mich für euer Zusehen und nochmal Glückwunsch und danke an Yoshi1111.
Und damit ciao und bis zum nächsten Mal, euer Killer.